Ich habe vor einer Woche, zwei, habe ich ein Bild gesehen. Und dieses Bild, subhanallah, überhaupt, hat mich sehr, sehr viel zum Nachdenken gebracht. Ich habe das Bild gelesen und ich habe gedacht, wow, was für eine Wahrheit. Ein Bruder hat das gepostet, mich allein segnen, weil der eine oder andere nutzt noch seine sozialen Medien oder seinen Status bei WhatsApp für Zwecke. Und er hat eine Problematik dargestellt, dieses Bild, die wirklich da ist. Es stand, das Problem ist, wir denken, wir haben Zeit. Das Problem ist, wir denken, wir haben Zeit. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Allah, dieser Satz ist nämlich geschrieben. Aber Aliyah, du denkst, du hast Zeit. Darum bist du schwach. Du denkst, du hast Zeit. Darum machst du zu wenig. Du denkst, du hast Zeit. Darum liest du nicht mehr. Du denkst, du hast Zeit. Darum bist du nicht in die Messe gegangen. Du denkst, du hast Zeit. Darum greifst du Sünden. Du denkst, du hast Zeit. Darum beschäftigst du dich nicht. Yani, Tatsache, das Problem liegt darin, dass wir denken, wir haben Zeit. Wir denken, die Zeit ist da. Es gibt keine Uhr, die nach hinten tickt für mich. Ich werde sterben, erst wenn alle gestorben sind. Das ist Tatsache, Brüder. Das ist eine Problematik für uns. Wir denken wahrlich, wir haben Zeit. Denn ich sage das mir selbst, nicht? Ich sage das ja mir selber. Als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, alles klar, halas, wir denken, wir haben Zeit. Wir gehen schlafen und wir denken an den Morgen. Wir gehen 100% davon aus, wir werden morgen da sein. Ich werde morgen weiter. Und aus diesem Gedanken, liebe Geschwister, schaffen wir Faulheit, aus diesem Gedanken heraus schaffen wir Vernachlässigung. Aus diesem Gedanken heraus nähren wir uns Sünden. Aus diesem Gedanken heraus machen wir weniger. Genau aus diesem Gedanken, weil wir denken, wahrlich, wir haben Zeit.